Hallo, hier ist wieder euer Falk und wir haben einen neuen Auftrag. Und zwar hat mir der Holger dieses Modell zugeschickt. Ja, ein Mercedes Unimog. So ein Tieflader, also der kann tief stapeln und laden. Ja, und der soll neu lackiert werden. Da machen wir uns mal an die Arbeit. Auf los geht's los. Los. Ja, hier ist das Modell. So, 361 steht dran. Da müsste ich doch gleich mal im Rabe schauen, was sich dahinter verbirgt. Ja, hier haben wir den Rabe. Da gucke ich ja gerne mal nach. Es sind eine Menge alte Siku-Autos drin. So, und hier... Ranzoom haben wir unter 361 Mercedes Unimog Hubwagen die Postausführung. Ja, zwei Rückspiegelauspuff, Kühlergrill aus Plastik. Jawohl, haben wir hier. Der rechte ist auch abgebrochen, also quasi der linke auf der rechten Seite. Und den rechten machen wir auch gleich ab. Da habe ich Ersatz, da können wir dann zum Schluss neue dran machen. Auspuff fehlt. Der war garantiert hier hinten dran. Genau, hier ist der Schnippel, der guckt raus. Da habe ich aber leider nichts. Da muss ich höchstens mal gucken, ob ich von irgendeinem anderen Auto was abmachen kann. Aber ich glaube nie, dass ich sowas finde, weil das ja immer das Erste, was abgeht. So. Was haben wir noch? Gelb getönte Verglasung. Jawohl. Gelbe Verglasung. Posthorn DBP, Deutsche Bundespost, an den Türen, das passt. Hydraulik für Hubvorrichtung, Pritsche, Spritzguss abnehmbar. Zack. Abnehmbar, das passt. Gut, machen wir schon mal was ab. So, Plane, ja, die Plane fehlt, habe ich aber auch gehen, das ist auch ein komisches Format. Das ist nicht diese Standardplanung, wo man vielleicht was finden würde. 12 Pakete Ladung. Ah. Finden wir auch. Gucken wir mal. Plastikgelb-orange am Spritzlink. Mhm. Mittelgroße Gummireifen auf gelben Felgen. Haben wir auch. Ja, und der Rabe ist von 2003. Und hatte damals, na gut, VSC, SC, es fehlt schon ein paar Teile, also 40 Euro wert. Tja, was er heute wert ist, das sagt uns am besten immer eBay. Da kann man die Artikel einfach eingeben und dann hat man eine Preisrange, was es ungefähr wert ist. Und dann kann man sich dort irgendwo mit einpreisen. Ja, dann fangen wir mal an, das Ding auseinanderzunehmen. So, Buch kann wieder zu. Ach ja. Also, ich schätze mal, das muss auch, ich gucke mal, ob man die Schraube, ob das langt. Reicht das schon? Schauen wir doch mal. So, gucken wir doch mal, ob wir hier drunter kommen. Das ist schon mal ab. Ja, wie geahnt. Die anderen beiden Schrauben hier auch noch mal aufbohren. Was weicheres drunter hier. Ups. Na, fällt mir wieder die Bohrmaschine auseinander hier. Ja, mein Bruder lacht da immer, aber irgendwie ist der das Bohrfutter hier mal abgegangen. Sollte ich doch mal eine neue kaufen.
So. Aber geht so, ne? Zack. So, jetzt haben wir es ab. Wie war das Rad dran? Das war einfach damit festgehalten. Das muss ich wohl merken, dass wir das Ding irgendwie wieder zusammenkriegen, ne? Das ist ja immer sowas. Auseinander ist das eine, aber zusammen. So. Aber das auseinander machen, dann mache ich es kaputt. Ach, Menno. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Na gut, überleg schon später. Jo, und hier haben wir das schwarze. Gut, da müssen wir die beiden Schrauben auch noch öffnen. Mindestens lange hat die Bohrmaschine nie gehalten, muss ich alles sagen, ne, Matrix. Gab es hier bei mir im Norma klein nebenan. Der Laden ist ja hier in der Ladenzeile und mein Nachbar ist Norma. Und da bin ich Norma schnell rüber und habe mir eine Bohrmaschine geholt. Also einen Akkuschaber. So, ich soll das da aber mal aufgehen hier. Der Kriebel, da ist er. So. Zack. Zack, und die Scheibe auch. Ach, hier und der Grill aus Kunststoff, haben wir vorhin gelesen. Jawohl, passt. So, das kriegt man alles ab. Das kriegt man poliert, das ist alles noch okay. Schwarz, muss ich mal sehen. So müssen wir es noch ein bisschen säubern. Gut, weiter geht's gleich. So, jetzt habe ich das Ding schon rausgekriegt hier. Einfach hier rausgedrückt. Ich muss mich aufpassen, die Nasen hier nicht abbrechen. Ne? Sonst habe ich dann einen Zappen. Ich kriege es nicht mehr zusammen. So, das Plastiknebel können wir einfach abmachen. Wie kriege ich jetzt die Hydraulik ab? Ja. Und hier ist es aber so weit zu, das kriege ich nicht raus. Ohne es zu verbiegen. Scheiße. Machen da. Dann würde ich sagen, lassen wir es einfach dran. Kriege ich die Seiten hier raus? Dann lassen wir es dran und müssen es abkleben beim Lackieren. Das ist sonst. So, das Hydraulik-Ding hier, das kriegen wir raus. Zack. So, das haben wir alles ab. Ja, hier. Entweder geht das Nippel kaputt oder geht hier das Gepresste kaputt, denn das ist arg eng. Gut, lassen wir es einfach so. Müssen wir bis jetzt mal ein bisschen Rähne machen. Jo, kommen wir zum Abbeizen. Dann nehmen wir heute mal diesen Abbeizer. Nehmen unser Werkstückchen. Legen Sie hier ein und das Fass. So, jetzt gucken wir da mal,
wenn wir das hier hinkriegen. Einfach mal mit dem Pinsel hier ein bisschen arbeiten. Da schauen wir dann mal, ob das irgendwas bringt. So, aber hier sieht man schon an dem Container von innen, hier sieht man schon, wie sich die Farbe löst. Das ist schon mal geil. Also einfach ein bisschen abwarten, dann schauen wir nochmal, was geklappt hat. Ja, so sieht es nun aus. Es hat sich richtig schön gelöst hier. Boah. Ja, den Lack kann man richtig schön runterkriegen. Einwandfrei. Den haben wir jetzt unter fließendem Wasser mit der Zahnbürste reinigen. Ja, dann haben wir hier den Lack schön ab. So, hier das Fahrerhaus und hier dieses Hinterteil, so weit wie es ging hier. Hier habe ich scheinbar vergessen einzupinseln hier an den Stellen. Da gucken wir mal, ob wir das mit dem Dremel jetzt abkriegen beim Polieren. So, dann nehme ich immer mein Dremelchen hier. Dremel 3000 und so eine Bürste drauf hier, so eine Drahtbürstenaufsatz. Und dann kann man hier wunderbar das polieren. Ja, und alles, was ich hier benutze für die Restaurierung, könnt ihr entweder bei mir im Shop kaufen oder ich habe im Video Link. Da könnt ihr das bei eBay oder Amazon bestellen. So, das ist schon mal fertig. So, ich kürze jetzt mal ab, den Rest mache ich alleine weiter, dann müsst ihr mir nicht zugucken. So, alles glänzt. Und das ist die Grundierung. Das Hellgrau nehme ich hier immer, 87064. Das deckt ordentlich, damit die Farbe dann auch wunderbar hält. Und das Teil. Ja, und dann habe ich hier dieses Gestelle, das habe ich mir jetzt hier zurechtgeklebt, damit wir nur das erstmal lackieren, was wir brauchen. Und zwar, das wird dann gelb. Und das kriegt jetzt erst mal eine schöne graue Grundierung. Schluss machen wir dann das Schwarze. So. Nur haben wir das Fahrerhaus, hat man ja schon grau grundiert. Jetzt mache ich aber noch weiß drunter. All dieweil. Wir wollen es ja gelb machen. Und gelb ist so eine Farbe,
die deckt ja nicht so gut. Und wenn der Untergrund dann grau ist, wird das Gelb auch nicht so schön strahlend. Also machen wir den Untergrund weiß. Nicht so viel, wie die Flasche hier noch hergibt. Gleich leer. Ja, müsst ihr neue kaufen. Wenn ihr auch eine haben wollt, einfach in meinen Shop gehen. Und in der Videobeschreibung ist sogar ein YouTube-Kunden-Rabattcode. Ja, und jetzt kommt der Lack. Und zwar habe ich hier die TS47, ein wunderschönes Gelb. Erstmal trocknen, machen wir dann lieber noch eine zweite Runde. Ja, jetzt haben wir das Gelbe doch schön hier. Jetzt wollen wir das Schwarze auch nochmal mit Schwarz drüber gehen. Oder mach ich das lieber mit der Hand? Ja? Aber wisst ihr was? Ich mach's mit der Hand. Denn wenn ich das sprühe, dann mache ich ganz halt irgendwas anderes wieder kaputt. Also, Handfarbe. Ja, dann nehmen wir hier X1 Schwarz. Unter mir. Ja, und gehen einfach mit der Hand drüber. Fällt zum Schluss eh nicht auf. Sondern das Gestell wird ja alles verbaut. Geht direkt das Karosserieteil. So, machen wir mal hier von oben. Später noch von unten. Gut, ich habe schon sogar trotz Abkleben ist hier ein bisschen Gelb dran gekommen. Bei meinem Glück mache ich mir das Gelbe wieder kaputt, wenn ich hier spritze. So, naja, könnt ihr euch ja weiterdenken, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ja, das Fahrerhausunterteil aber, das können wir spritzen, das ist einzeln, das kriegt man hin. Ja, viel ist nicht mehr drin hier. Ja, hier ist er wieder und zwar kommen wir jetzt zum Zusammenbau. Da fangen wir mal ganz blöde an. Da stellen wir uns mal ganz dumm. Ich glaube, wer kennt das noch? Die Feuerzangenbowle. So, das haben wir schon mal hingekriegt. Und das war dann hier drauf. Ich mich recht im Sinne. Zack, da rein. Oder auch nie. Oder mal Grill noch. Der Grill muss noch rein. So, die Spiegel machen wir zum Schluss. Da gucke ich mal. Da müsste ich noch ein paar neue haben.
So rum. Das sagt der Grill rein und nie wieder raus. Das ist ein Quatsch. Ach ja. Und wieder falsch. So, wieso? Wieso? Das nicht. Lala. Dann muss das hier noch tiefer, kann das sein? Oh Gott, ist da Verkehr drin, warum sagt mir das keiner? Ihr passt ja gar nicht ein bisschen auf mich. Ja. Ich mache ja nur Blödsinn und keiner merkt's. So, jawohl ja. So, das haben wir jetzt. Hier waren ja die Nieten, die wir aufgebohrt haben. Ja, für die Schrauben wird das nicht, das werden wir kleben, weil das kommt ja dann eh nochmal auf das andere Gestell drauf. Haben wir Leim hier? Ne, mach dann. Gut. Ja, jetzt verließen sie ihn. Ne? Gut, das kommt dorthin. Das weiß ich noch. Und jetzt war noch der Spaß mit den Teilen hier. Das war ja eh ab. Das siehst du, da können wir das hier wieder reinmachen. Zack. Auf der Seite. Rein, drehen es um und schieben die Achse dann rein. Mist, was war das jetzt? Muss ich doch gleich weg nochmal gucken. Glücklicherweise habe ich so ein Video. Ja, also das Ding war ja bloß hier rein zu klipsen. Das haben wir geschafft. Das kam hier rein. So. Jetzt haben wir hier das Fahrhaus. Und die Achse. So, ne? Zack. Und zack. Das kommt einfach nur hier drauf. Und jetzt können wir hier mal gucken, ob wir dort ein Schräubchen reinkriegen. Legen wir mal ein Tuch drunter, nicht, dass wir uns den Lack zerkratzen hier. Und da kommen wir mal einen Bohrer. Fällt wieder mein Akkuschrauber auseinander. So. Dann habe ich mein Schräubchen. Jetzt habe ich wieder daneben. Und mein Schraubenzieher. Tja. Wunderbar, die anderen beiden Punkte, die werden wir mit Leim fixieren. So, haben wir alles geschafft. Jetzt kommt natürlich noch der Container rein. Zack. Zack, da ist er drin. So, jetzt können wir den hier hochleiern. Zack. Hier hinten noch die Klappe zu. Und nun können wir fahren wieder. Achso, die Spiegel. Ach, so, hier sind sie. Habe ich nämlich so ein Ersatzteil-Set mal geholt.
Zack. Das ist vorne, das ist hinten. Klack. So, und die rechte Seite auch. Nämlich ein rechter und ein linker Spiegel. Upp, der will nie. Zack. So. Ja, und jetzt geht's auf die Drehscheibe. Ja, so sah vorher aus. Unser Unimog. Ein Modell, was mir der Holger zugeschickt hat. Und der wollte es neu in Gelb lackiert haben. Ja, und ob mir das gelungen ist, das seht ihr gleich. Ja, und hier ist er jetzt auf der Drehscheibe nochmal von allen Seiten schön. Ja, ich hoffe, das ist so im Interesse vom Holger, wie ich das hier hingekriegt habe. Ich hoffe, so hat er sich das vorgestellt. Hat ein bisschen gedauert, ja, Entschuldigung, dauert halt. Also wer mein Modellauto restaurieren lassen möchte, das dauert. Ja, aber ist doch gar nicht so schlecht geworden. Ja, wem es natürlich gefällt, muss ein Like geben. Wem es nicht gefällt, der muss trotzdem ein Like geben. Und natürlich den Kanal abonnieren. Ihr wollt ja sehen, wie ich mich verbessere. Oder auch nicht. Egal. Auf alle Fälle wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und bis bald. Euer Falk.